Weiter geht's. Finde die Knochen des Geistes, der unter dem Flüsterhügel gefangen ist, mit Hilfe deiner Hexersinne. Mal gucken, ob wir hier irgendwas. Achso, wir sind noch gar nicht an der richtigen Stelle, vermutlich, ne? Wo mussten wir nochmal hin? Ach ja, dort. Ist klar. Na? Hallo? Noch weiter? Ah, jetzt fängt es auch noch an zu regnen! So eine Scheiße! Oh, die Musik, ey. Geil. Oh, und erstmal ein Wasservibe. Aua. Aua. Jetzt ist es zwar zu spät mit dem Zeichen, aber was soll das? Hat hier nichts fallen lassen? Doch, da. Ich wollte gerade. Na. Ne. Wollte gerade sagen. So, Hexersinne. Hexersinne, Hexersinne, Hexersinne. Sieht nach Regen aus. Da. Da ist was. Es sieht nach Regen aus. Das hast du sehr gut erkannt, dass es nach Regen aussieht. Ach, doch mal das Schwert weg. So. Brauchst du doch jetzt gar nicht. Seltsame Knochen sehen nicht menschlich aus. Aha, okay, zähme das Wildpferd. Mit was für einem Zeichen? Dem. Nein, Feuer. Da, mit dem Gedankenbeeinflussungszeichen. Alles klar. Na gut. Der Sumpf hier ist auch wirklich echt geil gemacht, ne? Also. Wenn hier drin rumläuft, das ist so richtig. Ein bewachter Schatz? Wo? Wo? Egal. So. Ja, das Richtige? Vermutlich nicht, ne? Ah, doch. Okay. Na gut. Was auch immer das dieser Baum oder das Herz des Baumes da von uns will. Hi. Genau, da ist die alte Eiche. Und wo war jetzt der Eingang? Hier.
So. Jetzt bin ich gespannt. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Rost. Wir haben immer noch die Wahl, das Wesen zu töten. Also Leute, passt auf, ich muss ja zugeben, ich habe das Spiel ja schon mal außerhalb der Aufnahme durchgespielt und da habe ich das Wesen getötet. Und ich möchte jetzt wissen, was passiert, wenn ich das nicht töte. Deswegen führe ich das Ritual jetzt durch. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Okay. Da schwebten noch zwei Augen. So, da ist ein Wegweiser. Das ist besonders gut, denn das macht uns das Laufen. Kürzer. Wobei, warte mal, ich könnte da einfach auch hinlaufen. Ist nicht so besonders weit, sehe ich gerade. Ah, okay, die sind schon hier angekommen. Na gut. Dann können wir hier noch direkt Bericht erstatten. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr? Da hat was gelauert? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Was hast du getan? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich hab von sowas generell keine Ahnung. Die Muhmen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Aua. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder... Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Heftig. Aber vielleicht bekommen wir ja die Gelegenheit, die Herrinnen des Waldes dafür zu strafen.
Ich hoffe es zumindest. Was? Neue Gegenstände erhalten? Warum? Oh, jetzt werden wir sie kennenlernen. Hm. Okay, die Realität ist echt hässlich. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Das ist schön formuliert. Nun, her damit. Oh Mann, ey. Heftiger Scheiß. Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Oha. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Boah, das ist auf jeden Fall erstmal hart. Also das ist die Frau des Barons. Wir haben sie gefunden. Krasser Scheiß. Okay. Ich bin ein bisschen stinkig auf diese Hexen. Wenn ich könnte, würde ich die am liebsten töten. Ja. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Du hast eine uralte Macht befreit. Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hin können. Wieder wird Blut fließen. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Nein. Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Oh, ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier.
Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstört und erschöpft. Konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort, also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Oha. Ihr wusstet, dass jemand so von dir entstand. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Witzig. Die Fähigkeit, die sie hat, ist einfach mega geil, ne? Habt ihr gerade gesehen. Die kann halt so sich quasi, ja, fast teleportieren. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Später, ohne was spoilern zu wollen, werden wir mit ihr auch noch kämpfen. Und da ist es einfach eine super geile Fähigkeit. Geflohen
Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Korrekt. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber kein von uns. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, Mann, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Oha. Ja, krasse, krasse Wendung der Geschichte, die wir hier gerade erfahren haben über die Hexen. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass tatsächlich, was alles aktualisiert wird, ich hoffe tatsächlich, dass das nicht das letzte Mal ist, dass ich auf diese Hexen aus diesem Sumpf treffe und dass ich im Laufe des Spiels die Gelegenheit bekomme, die zu töten, weil die finde ich schon ziemlich krasse Charaktere, so als Gegner, muss ich sagen.